und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Spoko. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Kochshow hier auf meinem Kanal aus meiner Küche. Wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal für euch am Herd gestanden habe? Ich weiß nicht so genau, ein paar Monate sind es auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir überlegt, da meine Videos der letzten Zeit etwas länger waren, bringe ich dieses Mal ein kürzeres Video mit zwei kurzen Rezepten. Denn dieses Mal gibt es meine Top 2 5-Minuten-Rezepte. Ich kenne das Problem, denn ich habe viermal pro Woche bis 3:30 Unterricht. Dann hat man noch Sport, dann muss man Hausaufgaben lernen. Und abends will man sich schnell was Gutes zum Essen machen, um vielleicht auch Champions League oder so zu schauen. Und deshalb habe ich mir zwei Rezepte überlegt, die ihr super schnell zubereiten könnt. Die sind sehr, sehr gesund. Also ja, esst jetzt kein Fastfood, wie man es von gewissen Fastfood-Riesen, die ich nicht leiden kann, kennt. Ihr habt hier was, was ihr selbst einfach und schnell zubereiten könnt. Und wir werden auch direkt, ohne große Umschweife, mit Rezept Nummer 1 starten. Das ist nämlich das 5 Minuten Bruschetta. Ihr seht, was ich dafür vorbereitet habe. Es gibt hier ein ganz normales Flit. Im Saarland sind wir ja nahezu Frankreich, habe ich ein gutes besorgt. Dann haben wir hier Tomaten aus dem eigenen Garten, Rucola aus dem eigenen Garten, eine Zwiebel, eine halbe Zehe Knoblauch und getrocknete Tomaten. Was dazu kommt, ist noch etwas Olivenöl. Und ich hole jetzt mein Handy, dann stoppen wir die Zeit und ich werde euch sagen, in 5 Minuten sind wir fertig. Einen Moment. Denn das ist halt das Gute an den Rezepten. Ihr könnt die super, super schnell zubereiten und das ist halt einfach wichtig. Stoppuhr und go. Okay, wir machen es jetzt ganz schnell. Ich bringe das kurz auf den Toaster, damit das getoastet wird. Dann ist schon mal schön knusprig, dann zupft das nicht so durch. Jetzt müssen wir Gas geben. Also hier. Alles bis auf den Rucola hier reingeben. Mit Olivenöl. Und dann schnell den Deckel drauf. Dann machen wir noch einen kleinen Anzettel. So, das ist schön klein gehackselt. Hier, Pfanne an. Olivenöl rein. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir holen... Was holen wir am besten? Ja, das ist gut. Weihnachtszeit natürlich. Und geben das in die Pfanne. Das braten wir nämlich schön an. Und dann kommt das auf unser Bruschetta mit Rucola und Parmesan drauf. Es wird super lecker. Kann man extrem gut vorm Fernsehen essen. Und das lassen wir gar nicht lange anbraten. 3 Minuten allerhöchstens. Ich mache das jetzt und wenn es fertig angebraten ist, dann sehen wir uns wieder, machen Parmesan und Rucola drauf und fertig ist einfach schon das Bruschetta. Einfacher geht's doch nicht, oder? Anderthalb Minuten haben wir noch. So, das reicht jetzt. Es ist genug angebraten. Ich hole einen Löffel. Und dann versuche ich das hier relativ schön anzurichten. Also, genügend Saft hat es auch. Durch das Olivenöl und durch die Tomaten. Machen wir nachher noch auf ein schönes Brettchen. Ja, ein bisschen Rucola. Den habe ich auch mit Essig, Öl, Pfeffer und Salz angemacht. Geben wir noch ein bisschen Parmesan drüber. Kann man gar nichts falsch machen. Nummer 1 und Moment. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus, finde ich. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wie ihr es findet, dass ich auch mal schnellere Rezepte bringe. Normalerweise dauert das ja immer bei mir etwas länger, denn ich bin ja ein Freund vom Soul Food, also gutes Essen, was auch Zeit braucht. Und jetzt sind wir fertig. Ich stopp mal die Zeit. Wie lange haben wir gebraucht? Einen Moment. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unter 5 Minuten war es auf jeden Fall. Wir gehen auf die Uhr. Stopp! 4 Minuten 53 für ein Abendessen. Das ist eine normale Portion, da wird man satt davon. Jedenfalls, wenn man am Tag schon was gegessen hat zu Mittag, kann man sich nicht beschweren. Auf geht's mit den Beauty Shots und dann wird probiert.
Es ist warm, es ist sehr, sehr knusprig. Hört man auch, finde ich, sehr gut. Und riecht extrem lecker. So ganz kann ich den Geruch noch nicht rausbekommen, denn ja, ich bin ein bisschen krank noch. Deshalb kam auch die lange Zeit jetzt kein Video, aber wir probieren. Einfach geil. Schaut mal. Es sieht super lecker aus, sehr würzig. Total einfach. Und bei dem Essen, das kriegt jeder voll hin. Egal, wie unbegabt ihr in der Küche seid. Es ist scheißegal, ihr packt das. Einfach klein schneiden, hier in die Pfanne anbraten, anrichten. Da kann man nichts falsch machen. Und bei so einem leckeren Essen, da ist wirklich hier nur die Top-Bewertung. Wir kriegen das Essen 10 von 10 Sternen von mir. Also, ich würde sagen, damit kann man anfangen und damit starten wir auch ins Video rein. Rezept 2 gibt's danach. Ich esse auf und dann sehen wir, was ich als nächstes für euch vorbereitet habe. Auf geht's! Neuer Tag, neues Glück. Ich zeige euch Rezept Nummer 2 meiner Lieblings-5-Minuten-Gerichte. Ganz einfach, wir machen ein spanisches Sandwich. Das könnt ihr euch machen, wenn ihr abends heimkommt, ihr habt Sport und wollt jetzt nicht was ganz Ungesundes essen. Was viele Vitamine hat, gesunde Fette. Ja, wer die Doku von Light bei der Vortag-WM gesehen hat, der weiß, was gesunde Fette sind. Und auf jeden Fall. Was brauchen wir dafür? Ganz einfach. 2 Scheiben Vollkorntoast, das ist jetzt nicht ganz so spanisch. Dafür aber eher der Jamón Ibérico, Manchego-Käse, scharfe Tomatensauce, habe ich gestern schon vorbereitet. Da holt ihr einfach irgendeine, die ihr im Kühlschrank stehen habt. Nun werden Ei. Die Tomaten sind optional, die hatte ich jetzt einfach mal hingestellt, falls ich sie danach noch brauche. Und wer will, kann noch ein bisschen Rucola nehmen. Pfeffer und Salz und Olivenöl versteht sich natürlich von selbst. Ich hole mein Handy und dann stoppen wir die Zeit. Wenn ihr selbst noch irgendwelche Wünsche oder Vorschläge zu Rezepten habt, die ich kochen oder wie bei meinem Burger-Video ausprobieren soll, irgendwelche Challenges, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare oder folgt mir doch auch auf Instagram. Da heiße ich Spoko123. Folgt mir da gerne, da werde ich immer aktuelle Sachen posten, wenn was Neues ansteht. Aber nun zurück zum Rezept. Wir starten. Und es kann losgehen. Also ganz, ganz schnell. Pfanne an. Warten wir kurz, bis sie heiß wird. Das ist ein Induktionsherd. Der wird sehr, sehr schnell heiß. Das kommt rein. Das kommt rein. So. Zum Plan. Wir geben, wenn das an der Unterseite angebraten ist, drehen wir es um. Machen ein bisschen Tomatensauce drauf. Der Manchego-Käse, den werde ich in der Zwischenzeit... werde ich mir schnell eine dünne Scheibe abschneiden. Haben wir 2. Und die Uhr läuft. 1 Minute ist schon um. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal, dass wir das in 5 Minuten schaffen. Wenn es 6 werden, ja. Man wird es verkraften. So, gut. Daneben kann die Kamera jetzt auch mal rankommen. Geben wir jetzt ein Ei, da machen wir ein kleines Rührei nämlich. Oder ja, wir könnten ein Rührei machen oder wir, ja, wir machen ein Rührei draus. Das warten, wir müssen kurz warten, bis es heiß wird. Und ja, man hört's, das Öl fängt an zu brutzeln. Wir warten jetzt kurz, bis es angebraten ist und dann geben wir den Schinken und die Tomatensauce drauf. Bis gleich. 2,5 Minuten sind um. Wir geben hier auf das angebratene Toast bisschen Tomatensauce. Die ist super lecker, habe ich gestern selbst zubereitet. Die ist mit Zwiebeln, die ist mit Knoblauch, mit allem, was dabei gehört. Hier ist unser Rührei. Geben wir bisschen Pfeffer dazu und ein bisschen von unserem grobkörnigen Salz, das ich mit ein bisschen Rosmarin vermengt habe. Finde ich persönlich sehr lecker. Das lassen wir kurz anbraten. So, jetzt kommt mit der Kurz ein bisschen Wasser verliert. Der Schinken kommt hier rein. Boah, das wird so lecker. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eher der Typ Salami oder eher der Typ Schinken seid. Ich bin eindeutig der Typ Schinken. Ich esse schon wenig Fleisch. Meine Schwester ist Vegetarierin. Deshalb kommt bei uns auch nicht so oft Fleisch auf den Teller. Aber ab und zu ein bisschen Schinken. Abzugshaube muss auch mal an. Da kann man nichts falsch machen. Okay, viel Zeit ist nicht mehr.
Picken Tomatensoße können wir noch drauf geben. Go. Okay, der Herd ist aus. Wir geben auf das Sandwich jetzt unseren Jamon. Das heißt, es geben wir auch ein bisschen von dem Manchego-Käse drauf. Etwas Rucola. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, eine Minute. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Was spanisch werden soll. Ein bisschen Öl noch drauf. Dann hole ich es hier mal runter. Legs auf den Teller, schön angerichtet wird es nachher. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass es vom Aufbau her klappt. Wir können den Schinken noch drüber geben. Ja, Mann, das war nicht gut. Da kann noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Denn merkt euch, Rucola kann man nie ohne Olivenöl, Essig oder Salz oder Pfeffer essen, dann schmeckt der gar nicht. So, das geben wir drüber. Und das sieht doch mal nach einem guten Sandwich aus. Das Rührei kommt nebendran. Ich richte an und dann geht's los mit den Beauty Shots. Super einfach und wir sind fertig in 4:25. Wenn man so schnell ein leckeres Abendessen oder Mittagessen hinkriegt, dann kann man das doch wirklich nur hier mit dem Daumen hoch honorieren. Also auf jeden Fall, das kriegt jeder von euch hin, macht das, ich richte es an und dann seht ihr in den Beauty Shots, wie lecker es aussieht und dann wird es gegessen. Auf geht's! Ist fertig. Ich finde, das sieht nach einem sehr, sehr guten und reichhaltigen Abendessen aus. Du hast alles dabei, was du brauchst. Eiweiße, du hast Fette dabei, du hast Kohlenhydrate und Vitamine. Alles, was man braucht nach einem anstrengenden Tag. Und ich werde es gleich mal probieren. Das ist so nice. Schaut mal. Hier, das verschmilzt einfach alles so gut. Der Manchego-Käse mit dem Jamon Iberico und dem Rucola. Passt super gut zueinander, kann ich jedem von euch nur empfehlen. Als sechstes probieren wir dann auch nochmal das Rührei, bei dem kann man wirklich nicht viel falsch machen, das hat jeder schon mal gemacht. Und das schmeckt auch gut. Diese beiden Rezepte sind wirklich idiotensicher, die kann jeder von euch in der Küche zubereiten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlassen würdet, wie es bei euch geklappt hat, ob die Rezepte euch geschmeckt haben. Und wenn euch insgesamt das ganze Video gefallen hat, dann freut ich mich sehr über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Auch über eine Glocke würde ich mich sehr freuen, dann werdet ihr direkt darüber informiert, wenn ein neues Spoko-Video online kommt. Nun bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!